Buonasera, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich sag buonasera, das sieht so hell aus, aber wir haben schon 6:30 Uhr, 18:30 Uhr, deswegen sage ich dann buonasera. Ja, hab mir vorhin erst das Spiel angeschaut, da wir selbst Spiel hatten mit unserer Mannschaft heute um 13 Uhr. Schalke hat um 13:30 Uhr gespielt, konnte ich das Spiel nicht live schauen. Mich viele gefragt haben auch, ey, gehst du ins Stadion? Und ich habe gesagt, leider geht das nicht, da ich ja selbst auch Spiel habe. Zum Glück haben die das auf YouTube übertragen, da konnte ich das Spiel wenigstens mir das gerade anschauen. Ja, und Schalke hat sich gegen Twente Enschede gut aus der Affäre gezogen. 2:2 war das Spiel gegen unsere Freunde. Ich glaube, 30.000 Zuschauer waren da. Ey, für ein Freundschaftsspiel 30.000, hey. Da kriegen manche noch nie mal in der Bundesliga, in den Meisterschaftsspielen so viele Zuschauer. Ja, wie war die Aufstellung? Die Anfangsformation im Tor war der Müller. Dann haben wir gespielt mit Matrecani, links Obiang, in der Mitte Kaminski mit Greime. Dann Schallenberg, Drexler, Latza, Karaman, Mohr und Terode. Habe ich einen vergessen? Und Schellenberg habe ich ja gesagt, ne? Ja, wenn ich einen vergesse, könnt ihr sagen. Ja, und dann nach ein paar Minuten mussten wir schon wieder auswechseln. Und da sage ich ja, wir haben so eine Seuche, so eine verdammt scheiß Seuche. Fängt schon jetzt wieder an. Schon vom ersten Meisterschaftsspiel fängt es an. Mir tut wirklich der Junge auch leid. Leo Greimel, da war gar nichts. Der ist mit dem Kaminski leicht zusammen, fast geprallt. Aber dann, wo er an Kaminski vorbeigegangen ist, hat er sich, glaube ich, verdreht, den Knie. Er saß in der Zeitlupe, habe ich hier gesehen. Der hat sich da ein bisschen verdreht, das Knie. Hat es nochmal versucht, kam nochmal rein, aber ging nicht. Ich hoffe wirklich nicht, dass es ein Kreuzbandriss Generell, wenn ist. wir uns im Weil Stadion er hatte ja befinden, letztes Mal im Interview das ist gesagt, natürlich er auch eine ist wieder so Wahnsinnsgröße für froh, so ein dass er wieder eine Testspiel. vernünftige Aber Vorbereitung mitmachen konnte nach seiner schweren Knieoperation, das sieht auch Kreuzbandriss. ja, aus, mein Und ich Lieber. hoffe wirklich nicht, dass der Junge wieder eine Ich schwere hoffe es auch Verletzung hat. nicht. Das hat er nicht Und verdient, die ganze wirklich. Mannschaft Ich guckt hätte ihn und gerne jetzt gesehen mit einer vernünftigen Vorbereitung, wie er sich dann gemacht hat. Weil man sagt ja, viele sagen, er ist talentiert und das hätte ich gerne mitverfolgt. Ich hoffe wirklich, dass keine schwere Verletzung ist. Von mir aus, ey, Leo, gute Besserung. Ich drücke dir den Daumen, dass es wirklich eine leichte Verletzung ist oder Vorsichtsmaßnahme war auch von dir. Aber so wie ich das beurteilen kann, wird das eine schwere Verletzung sein. Ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Ja, dann kam Cissé direkt nach 8 Minuten für Greimel rein. Ja, wie war das Spiel? Wir hatten die ersten 25 Minuten kein Konzept. Mir kam das vor, dass unsere Spieler, wir hatten keine Grundordnung, nichts. Ich habe gedacht, hey, wissen die überhaupt, welche Position die alle spielen? Mir kam das so vor und quer durch den Gang. Schallenberg habe ich gedacht, der spielt den letzten Mann. Oder hier mitten in der Fünferkette. Klar, Enschede hat sich zurückgezogen und bei Schallenberg habe ich gedacht, der zieht sich mit in eine Fünferkette rein. Und die haben im Mittelfeld freien Lauf. Die konnten sich den Ball spielen hin und her. Zum Glück stand es nur 1-0 nach 15 Minuten, weil bis zu 25 Minuten hätte es auch 2-3-0 für Enschede stehen. Wir waren zu passiv. Wir hatten keinen Zugriff. Null. Das 1-0 mit wirklich 1, 2, 3 Doppelpässe haben die gemacht. Schön in die Tiefe. 1-0. Klar, Matrecani rennt hinterher. Will kein Foulspiel riskieren oder rote Karte jetzt im letzten Spiel. Ich denke mal, in der Meisterschaft wäre der richtig da zur Sache gegangen, hätte in den Spiel überhaupt gar keine Chance gegeben zu schießen. Daher wäre da die Grätsche rausgekommen von Matri, das weiß ich 100%. Klar, bei einem Freundschaftsspiel lässt du das dann lieber. 1-0 für Enschede, da waren wir wirklich passiv. Ein Pass in die Schnittstelle der Abwehr, bumm, waren die alleine vom Tor. Da hatten sie noch zwei, drei gute, einen Lattenschuss hatten sie auch noch, Lattenknaller. Da waren wir wirklich passiv. Dann nach 28 Minuten haben wir unsere erste Torchance gehabt. Hier. Durch Schallenberg. Terode mit der Brust schön aufgelegt auf Schallenberg mit 16 Meter übers Tor. Dann kam die 30. Minute Eckball. Wie ich doch gesagt habe vorher, diese
In dieser Saison müssen wir wieder unsere alte Stärke kriegen, Standardsituationen. Weil ihr wisst, wenn es im Spiel nicht läuft, eine Standardsituation, macht das Tor, boom, drehst du das Spiel. So kam Ecke, hier könnt ihr sehen, Ecke durch Obian, er findet vielleicht wieder zu seiner alten Stärke mit Standards, boom, Karaman zum 1-1. Sah gut aus. Danach waren wir besser wieder im Spiel, haben den Ball mehr zirkulieren lassen, laufen lassen. Dann kam das 2-1 über die linke Seite. Mohr bringt eine Hereingabe rein. Der Abwehrspieler vor Terode noch, aber der Ball kam genau zu vor Karaman. Der Ball kam genau zu Terode und Terode steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss, mit links. Pam! Zum 2-1. Unser Kapitän, klar. Terode ist unser neuer Kapitän, unser Mannschaftskapitän und direkt mit dem 2-1. Denkst du, du gehst mit 2-1 in der Halbzeitpause? Nee, falsch gedacht. Eine Minute später macht Enschede mit einer Halbflanke über links. Stand da wieder zu passiv, nicht eng am Mann, Arm nicht gestört, bumm, 2-2. Mit 2-2 gehen wir in der Halbzeitpause, verdient es unentschieden, vielleicht mit ein bisschen Glück, dass es nur 2-2 steht. Wie gesagt, hätte bis zur 25 Minute 2-3-0 stehen können, ne? Aber okay, wir gehen mit 2-2 in der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es jetzt nicht mehr so brisant, keine Tore mehr gefallen, aber es gab zwei, dreimal Spielzüge, die wirklich gut waren. Unser 17, Asan, wirklich, ey, der Junge, den musst du immer mitnehmen, Reis. In jedem Bundesligaspiel musst du den mitnehmen, unser Asan. Und ich möchte nicht mehr hören, wir dürfen den nicht verheizen. Wenn ich dieses Gelaber immer, der ist 17 Jahre, wir müssen aufpassen, den wir nicht verheizen. No! Der ist 17 Jahre, du hast ein Juwel. Hau den immer rein in der zweiten Halbzeit. Du musst den ja nicht immer von Anfang an spielen lassen. Klar, vielleicht verletzungsbedingt muss ein Spieler spielen lassen. Aber hau den Jungen immer rein, nimm den immer mit. Und wenn ich immer, wir dürfen den nicht verheizen. Was für verheizen? Der Junge hat Bock zu spielen. Und wenn du siehst, dass der Junge mal nachlässt, dann kannst du ihm mal sagen, ey, du brauchst mal eine Pause. Aber jetzt, hey, spielen lassen, nichts verheizen, spielen lassen. Nur so kannst du den Jungen Spaß am Fußball. Aber wenn du sagst, immer verheizen, wir in eine U23 schenken, nimmst du die Freude weg. Ey, Freude in der Bundesliga zu spielen, vor ausverkauftes Haus. Und dieser Asan, der ist wirklich, was der am Ball kann, boah, mit 17, gerade 17 geworden, ey, da haben wir wirklich ein Juwel. Klar, dass wir den behutsam aufbauen, aber der muss spielen. Immer zweite Halbzeit reinbringen. Die Gegner werden bekloppt bei dem. Und dann haben wir noch den Kuzuki. Kuzuki wird langsam besser, wird langsam stärker. Seine Dribblings werden immer wieder besser. Nur er hat jetzt einen starken Vorsicht von Karaman, aber den Kuzuki kannst du hinter der Spitze spielen lassen. Den kannst du auch mal links spielen lassen. Karaman auch in einer blendenden Form mit seinem Tor, Kopfballtor, gute Aktion gehabt. Cissé auch. Cissé hinten hat heute wirklich, in manchen Situationen war der da, so wie ich den Cissé haben möchte. Klar, er braucht doch seine Zeit, neben Kaminski wird ihn schon sagen, wie der da zu stehen hat, weil er manchmal zu ungestürmt oder ungestimmt, ich weiß nicht, einfach nach vorne rennt, rechts, links, da muss den Kaminski zwei, drei Mal holen, komm her, hier ist deine Position. Klar, der ist jung, der hat auch die Energie, nach vorne zu gehen, das gefällt mir an dem. Der erinnert mich an Lucio. Kennt ihr den Lucio, der in Leverkusen bei Bayern, bei Inter gespielt hat? Der erinnert mich an Lucio mit seinem Bock, auch nach vorne zu gehen, anzugreifen und Tor zu machen. Auch bei Standardsituationen ist er auch gefährlich. Da haben wir wirklich junge Spieler, die talentiert sind, die wir auch gut jetzt nach oben bringen werden. Es wird uns richtig Spaß machen. Nur eins dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen jetzt in der Meisterschaft, wie wir die ersten 25 Minuten gespielt haben, nicht spielen gegen den HSV, weil dann kann das in der Hose gehen. Da müssen wir voll konzentriert sein, weil viele Bälle, die in der Tiefe bei uns gespielt worden sind, hey, wir wurden einfach so überrumpelt. Da muss wirklich stabiler hinten defensiv werden. Da muss unser Mittelfeld mehr Zugriff haben an den Gegner und nicht einfach spielen lassen. Klar, das war ein Freundschaftsspiel, keiner will sich verletzen, etc., bla bla bla. Am Freitag gegen den HSV, ich weiß ganz klar, unser Reis wird die ja top aufstellen,
90 Minuten Kampf, Leidenschaft, aber auch Fußballspielen nicht vergessen, bin ich guter Dinge. Bin ich guter Dinge, weil das war wirklich ein gutes Freundschaftsspiel auf gutem Niveau von beiden Seiten. Enschede auch. Klar gibt es da, wo man uns noch verbessern werden kann, aber es war ein gutes Spiel. 2-2 verdientes Unentschieden auf beiden Seiten. War ein gutes Spiel. Ich fand das Spiel wirklich gut. Ich fand da jetzt nicht, wo ich sagen könnte, das Spiel war scheiße. Auch in der zweiten Halbzeit gab es wirklich viele Ansätze, obwohl viel ausgewechselt worden sind. Aber gab wirklich auch gute Ansätze, wo man gesagt hat, ey, nach vorne war nicht schlecht. Nur wir müssen noch torhungriger werden. Aber peu à peu wird das. Ich freue mich schon auf den Start gegen den HSV am Freitagabend um 20.30 Uhr. Topspiel. Ich bin richtig, richtig, richtig heiß auf das Spiel. Wie ihr auch, denke ich mal. Ja, dann sage ich, schreibt ihr in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Mal schauen. Und dann sehen wir uns spätestens Montag um 20.45 Uhr in mein Live. Okay, ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende. Ciao, ciao, arrivederci, euer Schalke.